Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie man Mathe-Symbole oder Sonderzeichen einfach oder einfacher schreiben kann. Eigentlich, wie man alles, was in eine Zeile passt, einfacher schreiben kann. Aber erstmal konkret rede ich von so einem Kram hier. Das dürfte relativ schwierig für die meisten Leute zu schreiben sein, ziemlicher Krampf. Oder man benutzt halt LaTeX. Aber LaTeX muss dann auch wieder unterstützt werden, ist alles so ein bisschen nicht so cool. Und was heißt jetzt einfacher schreiben? Ich will das mal gerade demonstrieren, hier an einem zweiten Editor. Ich schreibe mal zum Beispiel ungleich. Sieht jetzt erstmal komisch aus, aber jetzt sieht es gut aus. Oder rund. Oder Element von. Oder Wurzel. Ist ein ziemlich langer HTML-Ausdruck. Das ist die HTML-Version einer Wurzel. So, wie mache ich das? Für alle, die Japanisch schon mal benutzt haben auf ihren Rechnern, die wissen genau, was hier passiert ist. Das ist einfach japanischer Input. Eine japanische Eingabemöglichkeit. Und genau die nutze ich. Wie man das installiert, werde ich nur ganz kurz anreißen. Ihr öffnet eure Systemsteuerung. Ich habe übrigens Windows 7 hier. Wenn ihr Windows 10 habt, dann sieht das bei euch bestimmt anders aus. Und dann müsst ihr Tastaturen und Sprachen, Tastaturen ändern. Und ihr habt normalerweise wahrscheinlich nur die deutsche Tastatur. Ihr wollt die japanische Microsoft IME Tastatur haben. Ich zeige das mal gerade. Microsoft bietet da zwei Stück an. Japanisch und Microsoft IME. Und ihr wollt Microsoft IME. Wie das dann nachher aussieht, Achtung, ich hole nochmal den Editor. Das ist die Gebietsschemaleiste hier, was ihr seht. Das ist Microsoft IME. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Deutsch umstelle, dann sieht das so aus. Und Japanisch sieht so aus. Die Umstellung passiert mit Alt-Shift bei mir. Das kann man auch irgendwo hier einstellen, aber da macht ihr euch einfach mal selber schlau. Ach, guck mal hier. Erweiterte Tastatureinstellungen und da steht es schon linke Alt-Umschalttaste. Dann können wir das aber alles wieder zumachen hier. Und so, wie bringen wir das Ding jetzt bei? Wir öffnen irgendeinen beliebigen Editor, zum Beispiel hier das Notepad und stellen hier auf, nicht auf Deutsch, sondern auf Japanisch um. Das kann man hier oben auch mit der Maus machen. Und dann, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, Steuerung F10 drücken, dann öffnet sich dieser Dialog und wir drücken Add Word or Entry. Oder für Leute, die nicht so mit der Tastatur arbeiten, die klicken hier auf diesen kleinen Pfeil und sehen, dass es außerhalb des Bildschirms ist, was ich aufnehme, drücken also nochmal drauf und klicken dann auf Add Word or Entry. Dann öffnet sich dieser Dialog und hier können wir jetzt eintragen. Wichtig ist, wir müssen hier in Japanisch eintragen. Wir sind in einem neuen Fenster, das heißt, es wurde wieder auf Deutsch umgestellt. Wir müssen wieder auf Japanisch die Eingabe umstellen. Ist ein bisschen nervig, aber hat auch seine Vorzüge. Und jetzt können wir zum Beispiel, was schreiben wir denn rein? Zum Beispiel Dreieck. Das sieht extrem komisch aus. Hier, ich habe einfach nur Dreieck gedrückt. Lasst euch davon nicht verwirren. Und dann drückt ihr Enter. So, jetzt steht da was ganz Komisches drin. Und hier unten, da fügt ihr dann ein Dreieck ein. Ich nehme zum Beispiel das hier. Wie ihr an das Dreieck kommt, zeige ich gleich. So, und dann drücken wir einfach hier Add. Und dann Close. Und jetzt schreiben wir hier nochmal Dreieck rein. Und dann drücken wir die Leertaste und dann kommt ein Dreieck. Und ihr seht diesen Strich hier unten. Das heißt, es ist noch nicht bestätigt. Wir müssen jetzt Enter drücken. Und dann können wir ganz normal weiterschreiben. Und wenn wir jetzt hier so im Flow sozusagen sind, dann können wir zum Beispiel sagen, A ist ungleich B. Und B ist gesetzt auf die Summe von A CI. Meinetwegen. Also das Umschalten mit dem Shortcut geht relativ einfach, geht relativ schnell. Man kann das relativ gut umsetzen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier an diese ganzen anderen Sonderzeichen? Ich werde unterhalb des Videos auch den ganzen Kram hier posten. Dann könnt ihr das alles einfach kopieren und einfügen. Also man könnte jetzt hier sagen, zum Beispiel das hier. Oder machen wir mal das hier. So, wir machen wieder Japanisch. Wir sagen wieder Add Word or Entry. Und sagen jetzt hier, guck mal, der hat es schon direkt eingefügt. Und wir sagen umgedrehtes T. Ich mache bewusst keinen Großbuchstaben. Und wichtig ist auch, dass ihr nicht versucht, hier irgendwelche deutschen Sachen reinzuschreiben, sondern es muss so komisch aussehen wie hier, sonst wird das nachher nicht funktionieren. Wir akzeptieren das wieder und gucken jetzt hier umgedrehtes T. T. So. Und funktioniert. Und vielleicht noch, was ist eigentlich hier passiert? Wir fügen wieder was Neues ein und sagen jetzt einfach mal nur AA. Nein, das muss, wie gesagt, wir müssen wieder umstellen hier oben. Einmal auf Japanisch AA.
Und was können wir denn da reinschreiben? Hier können wir alles beliebig reinschreiben. Wir können auch Z, 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 Z. Oder für Leute, die viel mit HTML zu tun haben. Hier so. Sowas zum Beispiel. Das können wir jetzt hinzufügen. Schließen das wieder. Und schreiben jetzt AA. Und wir sehen, es kommt. Also alles, was in einer Zeile passt, kann man alles reinschreiben. Ist extrem praktisch, wie ich finde. Man muss immer mit Enter bestätigen. Es kann auch manchmal passieren. Das ist einfach so, wie die Eingabe funktioniert im Japanischen, dass ihr dann hier so eine Liste bekommt. Sowas. Dann könnt ihr Leertaste drücken und immer weiter runter, für alle Leute, die das nicht gewohnt sind. Und dann müsst ihr dann einfach euers auswählen. Ihr könnt auch... Ja, das müsste eigentlich so funktionieren. So, okay, verdammt, jetzt haben wir ganz viel eingefügt, das brauchen wir gar nicht. Wie lösche ich das jetzt wieder, was ich irgendwie in Schmuddel eingefügt habe? Ist auch ganz einfach. Wir haben wieder hier oben unsere Gebietsschemaleiste oder drücken STRG F10. Und gehen dann auf Dictionary Tool. Und dann kriegt ihr hier so eine ganz lange Liste von ganz vielen Sachen. Dann seht ihr auch irgendwo hier, guck mal, hier ist meine Wurzel. Die sieht ganz komisch aus hier. Und hier ist das HTML. Und so, dann sieht man das mal ein bisschen. Hier haben wir HTML. Und dann können wir hier löschen. Zack, und weg ist es. So, jetzt aber die Frage, wo kriegen wir diese Zeichen her, wenn nicht unten aus meinem Video? Dazu mache ich das mal zu. Ich bediene mich da gerne der Wikipedia. Da gibt es diese Seite. Hier. Liste mathematischer Symbole. Die sieht dann so aus. Und da haben wir ganz viele mathematische Symbole, die kann man sich hier angucken. Und das Wichtige für alle Leute, die nicht ganz so computeraffin sind, ist dann hier ganz rechts dieser Teil. Unicode steht hier. Und ich hoffe, ihr habt alle Word installiert, dann könnt ihr das nämlich ganz leicht übernehmen. Sagen wir zum Beispiel, ihr wollt die Primzahlen haben, dann seht ihr hier, 2119 steht hier. Dann startet ihr euer Word, so, ich mache das mal hier so hin, wir haben hier 2119, wir schreiben hin 2119 und dann markieren wir das alles und dann drücken wir Alt und C und dann konvertiert er das zu diesem P, wir können auch sagen 211a, das ist dieser hier unten, was auch immer das sein wird, wieder Alt und C und dann haben wir ein Q für die rationalen Zahlen und dann können wir, dann haben wir jetzt dieses Zeichen und wir können es kopieren, ich mache es mal so, dann sieht man es besser. Und wieder genau wie eben, oh, STRG F10 und sagen Add und dann fügen wir das hier ein. Ich meine, es steht schon drin und sagen hier zum Beispiel, Achtung, aufpassen, wieder japanische Schriftart auswählen und sagen rationale Zahlen. Was echt schwierig ist, wenn man so einen Kram hier angezeigt bekommt. Und dann Enter einmal hier bestätigen und dann können wir es hinzufügen und jetzt ist es drin. Wir können das direkt mal testen. Rationale Zahlen. Oh, das hat aber nicht so funktioniert, gell? Was machen wir jetzt? Wir öffnen unser Dictionary Tool und gucken. Und sehen hier, es steht tatsächlich richtig drin, aber irgendwie, warum auch immer, es gibt ja Probleme, es gibt ja Unterschiede zwischen Deutsch und Japanisch. Aus irgendeinem Grund wird er das dann nicht verstehen können. Deswegen habe ich gerade nochmal einen anderen Eintrag eingefügt, der heißt einfach nur Rational. Und das können wir eintippen und ja, hier steht jetzt erstmal das hier. Aber wenn wir das bestätigen, dann erscheint das schön. Wir merken uns also, wenn das nicht angezeigt wird und wir alles richtig eingefügt haben, am besten natürlich erstmal nochmal versuchen, dasselbe nochmal einzufügen. Also rationale Zahlen. Nicht so, so. Drücken wir wieder Enter. Und dann stelle ich fest, ich habe doch irgendwas falsch gemacht bei der Eingabe. Jetzt funktioniert's. Also aber, falls es mal nicht funktionieren sollte, am besten nochmal als Wort einfügen. Sonst passiert sowas wie mir gerade hier. Ich hatte es eigentlich getestet, bevor ich es aufgenommen habe. Aber ja, kann passieren. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. So könnt ihr Zahlen oder Sonderzeichen oder lange Zeichenketten oder was auch immer, meinetwegen auch die Grußformel für eure E-Mail, könnt ihr alles so reinfügen. Und wenn ihr euch dann mal dran gewöhnt habt, dass ihr mit Alt und Shift, das waren die Tasten für alte Leute auf dem Keyboard. Na, egal. Mit Alt und Shift könnt ihr einfach umsteigen und dann geht das alles ratzfatz. Ich hoffe, das hat geholfen. Fragen, Kommentare in die Kommentare. Am besten dann immer nochmal mit einer Uhrzeit versehen. Also nicht Uhrzeit, sondern zu welchem Zeitpunkt des Videos ihr eine Frage habt. Weil sonst muss ich immer suchen. Egal, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Gucken.